Heute, ich bin der Kevin und herzlich willkommen zu einem schönen Vlog wieder auf meinem Kanal. Ich freue mich schon seit Tagen auf der Klassiker-Lied. Erste Zeit gegen Basel. Ja, ich bin auch gespannt, was es macht. Ich bin ganz ehrlich, also es ist ausverkauft. Also das Lektorat hat so ein paar Plätze für ihn, aber es ist alles ausverkauft. Also wirklich alles. Ja, heute haben wir ein kleines Problem. Und zwar ist Eik und Tosin, unser Torjäger, leider verletzt für mehrere Wochen, habe ich gehört. Ich bin sehr gespannt, wie der Boy in Rixen reagiert. Wahrscheinlich kommt das Image für ihn rein. Bin echt gespannt. Aber was man aufpassen muss, mit Zeki Amdouni und Antetokounmpo, Sturmtruppe im FCB, extrem stark. Jetzt, genau. Ich bin echt gespannt. Also, meine Prediction ist auf jeden Fall 3 oder 2 für den FCB, genau. Um 6 Uhr kann es jetzt schon los, mal. Genau, kann schon Ticket. Erzteppenschaft gekauft, genau, und ich kann mal sagen, wir sehen uns dann später. Also, bis später. Hey, ich hoffe, es kommt heute noch regnen. Am 7. ist es anfangen zu regnen, aber ich hoffe, es kommt noch regnen. Ich habe keine Regenjacke dabei, ich bin nur mit Manchester-Trikot. Keine Ahnung, wieso ich mit Manchester-Trikot bin. Ich habe einfach keine Lust, mich umzuziehen und dann am Pool. Und noch Erzteppenschaft raus. Genau. Ich muss jetzt ganz in eine richtige Südkurve. Nachher so eine Ecke rein dort, wo Sektor A ist. Also ich muss sagen, im Sektor A31, ja. Ich bin noch nicht 100% sicher, wo ich nicht gegangen bin. Vielleicht kann ich dann bei den Katakomben haben, wo die Spieler rauskommen. Genau, hat man geiler View und besser View. Genau. Weil aber während dem Spiel kann ich wahrscheinlich mehr hoffen, dass man einen besseren Blick hat. Genau. Es ist ausverkauft, ich freue mich auf das Spiel. Es wird so eine heftige, geile Stimmung bei dem neuen Jahr Klassiker. Es wird eine geile Stimmung, ich sag's euch. Wirklich heftige Stimmung wird es. Kann ich euch schon jetzt sagen. Ich will mal sagen, bis später.
Ja, Mann! Also wirklich, Basel hat wirklich Glück gehabt. Dann glaube ich, in den letzten 10 Minuten die bessere Chance gehabt als FC Basel. Okay, da das Lottokreuz. Ja, Pech, was will man machen? Also wirklich, ich hätte es verdient gefunden, wenn der Zürich gewonnen hätte. Ja. Egal, wie es euch gefallen hat. Ja, etwas muss ich sagen. So viele Aktionen, ich habe nicht so viel gefilmt, weil es nicht so viele Chancen gehabt. Das Video wird dann nicht so lang sein, ich glaube nicht einmal 10 Minuten wahrscheinlich. Oder vielleicht schon. Aber es ist wirklich nicht viele Torchancen gegeben, wirklich nicht viel Ballbesitz für Basel. Und ja, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ja, ciao zusammen.